Oops, I did it again, sagte mal Britney Spears. Und so ich auch. Also heute ist ein neuer Drucker da, der Bamboo Lab A1 Mini Combo. Und zwar mit der AMS. Und Bamboo Lab hat mir eine Ersatztür zugeschickt. Du erinnerst dich sicherlich noch an den kaputten Griff, oder? Und auch heute heißt es wieder, vorsichtig aufmachen. Auch hier wieder die eingeklebten Ecken und ein QR-Code zum Scannen, wie das Ganze aufgebaut wird. Richtig cool. Beim Aufmachen kommt uns schon das Bamboo Lab Logo entgegen und... Hohoho. Echt mini, oder? Und damit meine AMS nicht auch so hier daneben steht und so viel Platz verbraucht wie zwei normale Bamboo Labs, habe ich mir das hier gedruckt. Das gute Ding hier. Ja, das Weiß muss ich nochmal neu drucken, aber hey, die AMS kann dann hier so stehend gelagert werden und verbraucht nicht so viel Platz. Aber das zeige ich dir dann im Ende des Videos. Also lass mal das gute Stück rausholen. Nach langem Rumgerüttel habe ich es endlich draußen. Da ist das gute Stück. Da haben wir einmal die AMS selber. Sieht alles schön hochwertig verarbeitet aus, auch wenn es nur Plastik ist. Und mit einem kleinen Griff müsste ich das Ganze jetzt hier rauskriegen. Hat auch geklappt. Einhändig, der kleine Bamboo. So, ich habe jetzt mal Platz gemacht zwischen den zwei Kollegen hier, damit ich den hier platzieren kann. Ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie den Drang, hier oben drauf zu fassen. Ich zeig's dir mal. Mein Gott, ist der klein, oder? Wieso darf ich nicht gegen die X-Achse drücken? Okay, ja, ich lasse es. Jetzt versuche ich das mal ohne Anleitung, soweit ich kann, hier mal ein bisschen von dem ganzen Zeug zu befreien. Das Stromkabel ist fest installiert, also wenn es dir zu kurz ist, musst du dir was anderes überlegen. Und damit ich das Ganze immer mit meinem Smartphone an- und ausmachen kann, habe ich hier diese Steckdose von Gesund. Ja, in dem Fall Gesundheit. Damit ich natürlich das Ganze per App einfach, wie ich schon gesagt, an- und ausmachen kann. Ich weiß nicht, ob das so klingen muss, aber hör mal hin. Da raschelt doch irgendwas. Naja. So, und damit ich dir mal zeigen kann, wie viel Platz die AMS eigentlich einnehmen würde, stelle ich sie mal hier hin. Und wie du sehen kannst, ist das Teil eigentlich genauso groß wie der Drucker, wenn nicht sogar, ja, wohl doch ähnlich. Und deshalb habe ich das hier gedruckt, was ich dir vorhin schon gezeigt habe. Da wird das Ganze hier so hingestellt und die AMS kommt hier oben drauf. Und das Ganze sieht dann so aus. Das kann man dann schön daneben stellen. Und sieht doch viel besser aus, oder? Tausendmal besser. So, jetzt noch diese PTFE-Schläuchchen anbringen. Noch die zwei Schrauben hier lösen. Zwei Schrauben, also die entferne ich jetzt auch schnell. Jetzt aber, na also. Was ich richtig cool finde, es sind so T-Schlüssel dabei, also Werkzeuge. Alle möglichen Sachen, die man eigentlich so braucht, ja, was ich ziemlich cool finde. Und natürlich dieser Purge Wiper, der muss jetzt hier rangeschraubt werden. Nicht schlecht, oder? Warum kommt der X1 und P1 und so nicht damit? Komisch. So, jetzt mache ich mal den Purge Wiper rein. So. Hier hinten am Bett, warte, ich gehe mal ein bisschen näher ran, ist so eine kleine Bürste, wie du sehen kannst. Ein Ersatz liegt bei. Also auf jeden Fall eine andere Designsprache als die X1 und P1, die wir gewohnt sind. An jeder Ecke jeweils gibt es eine Schraube hier diagonal, die man festschrauben muss. Das mache ich jetzt auch noch schnell. Laut Anleitung soll man die Schienen mit diesem Öl hier am Bett quasi hier und hier ölen, bevor man es in Betrieb nimmt. Mache ich jetzt auch schnell. So, jetzt machen wir die PTFE-Schläuche ran. Da gibt es zwei lange und zwei kurze. Die kurzen kommen auf 1, 2 und die langen kommen auf 3, 4. So. Jetzt checke ich das einfach mal random hier rein. Eins hier hin, zwei hier hin, drei hier hin und vier hier hin. Ich glaube, ich habe mal irgendwo gelesen, dass es egal ist, wo man die reinsteckt. Machen wir das schöne Teil hier ran, dass alles schön am Platz hält. Jetzt stecke ich mal die AMS an der Seite an und ich sehe schon, da sind Anschlüsse für zwei. Also das heißt, man kann hier höchstwahrscheinlich dann auch eine zweite AMS anschließen. Wäre doch irgendwie ganz cool. Der AMS selber sind solche Teile hier dabei, wie du sehen kannst. Vier Stück an der Zahl. Die muss man da oben auch platzieren. Dazu hast du hier die Farben und hier die passenden Farben auch. Also kann man sehen, wo was hin muss. So, ich habe die ganzen Teile jetzt mal montiert und wir sind schon fast fertig. So, und jetzt bleibt nicht mehr viel übrig, bis auf die Druckplatte draufsetzen, die ich sowieso bald ersetzen werde. Wer Sparfuchs kennt, weiß es. Also hier die Platte schön drauf. Und jetzt nur noch anmachen. Es werde Licht. Immer Englisch. Und nachdem ich alles angebunden habe,
geht's auch schon an die Kalibrierung. Also er sagt jetzt, es dauert 6 Minuten und er tut gerade mit 50 mm die Sekunde die Frequenzen messen. Man sieht hier auch immer ein schönes Diagramm. Wichtig dabei ist, den Drucker nicht berühren. Das gleiche macht er jetzt wieder für die X-Achse und für die Y-Achse, diesmal aber mit 100 mm die Sekunde. So, und jetzt ist alles fertig. Lass mal drucken. Das ist übrigens das Filament, das dabei ist. 20 Gramm PLA. Das heißt, damit komme ich nicht weit. Also müssen wir eine eigene Spule anbringen. Oh, ein Firmware-Update. Klar, machen wir. Jetzt kommen wir zum schönen Teil. Wie ich gerade schon erwähnt habe, hat Bambolab ja so viel Filament gegönnt, aber dafür natürlich ein paar Rollen beim X1 und die benutze ich jetzt. Am Bildschirm tut mich schon ein Bändchen anlächeln, dann komm, drucken wir einfach den. Speedboot, können wir machen, Speedboot. Also der Drucker macht immer irgendwelche Geräusche beim Einschalten, beim Starten. Ich habe es jetzt noch nicht geschafft gehabt, das im Video hier irgendwie aufzunehmen, aber es hört sich an, wie wenn ich früher meine Super Nintendo gestartet habe. Ich sehe hier Nozzle und Heizbett heizen sehr langsam auf. Ja gut, okay, ich meine, es hat wahrscheinlich auch ein kleineres Netzteil, aber es ist doch ein ziemlich großer Unterschied zum herkömmlichen P1 oder X1. Hier ist der Indikator dafür, dass gerade Filament extrudiert wird. Mal schauen, wann es hier unten rauskommt. Yeah, es kommt Filament raus. Und wo wird es hingeschossen? Ins Nichts. Da ist es gelandet. Da muss auf jeden Fall auch noch eine bessere Lösung her. Und mit der Halterung für die AMS, finde ich, ist auf jeden Fall irgendwie aufgeräumter und nimmt doch nicht ganz so viel Platz weg, oder? Ich weiß zwar nicht, welchen Grund es hat, dass es hier hinten druckt. Wahrscheinlich irgendwie so gesliced, warum auch immer, aber hey, das Teil ist echt schnell. Es ist auf jeden Fall angenehm leise. Das Einzige, was man hört, ist logischerweise der Lüfter. Aber so an sich, der Rest, echt leise. Kein Vergleich zum X1 oder P1. Wow. Der gibt alles, der Kleine. Das ist auf jeden Fall auch nicht irgendwie schneller gemacht oder so. Guck mal, hier sind meine Finger. Guck, 1, 2, 3, 4, 5. Der druckt wirklich so schnell. Brutal. Der geht richtig ab, der gibt einfach Gas. Und hier ist die kleine Kamera und ein Licht. Ich weiß nicht, ob ich das mit der Kamera jetzt hier drauf kriege, aber wenn der Drucker druckt, dann wackelt sogar der Drucker selber, also der Rahmen. Schau mal, hier sieht man es vielleicht besser. Also der ganze Drucker macht den hier, aber das Druckbild. Puh, 1A. Wahrscheinlich heißt er deswegen A1. So, die lustige Musik kam schon wieder, als ob ich bei Super Mario gewonnen hätte. Und hier haben wir das fertige Ergebnis. Das schauen wir uns jetzt mal an. First Layer, Bombe. Der Überhang hier vorne, 1A. Das ganze Teil sieht bombastisch gut aus. Lang nicht mehr so einen guten Benji in der Hand gehabt. So sieht die Kamera aus. Nicht schlecht, aber auch nicht wirklich gut. Von der Performance her wieder P1. Sag mir mal, was soll ich als nächstes hier drucken? Ich habe hier schon das nächste Teil gedruckt für hier. Und wenn du wissen willst, was das und das ist, dann schau bald wieder vorbei. Und soll ich ein Vergleichsvideo machen? Welcher besser ist? Schreib's mir hier.